Hey Leute, es gibt ja schon ziemlich viele Monitore auf dem Markt. Manche haben davon 60 Hz, manche 120, einige sogar 165 Hz. Aber heute geht es um einen Monitor, der hat sage und schreibe 240 Hz. Viel Spaß dabei! Wie soll ich euch jetzt mal 240 Hz präsentieren? Nun ja. Eigentlich, ich kann das euch nicht präsentieren hier in diesem Video, weil ich habe nicht die Möglichkeit, die 240 Hertz so exakt abzugreifen, schweige denn sie über YouTube so wiederzugeben, weil auf YouTube ist ein Limit von 60 Bildern in der Sekunde gesetzt und wie willst du da denn dann bitte 120 Bilder bzw. 240 Bilder übertragen, damit man das überhaupt mal erkennen kann, was das für ein Unterschied ist? Geht nicht. Aber was ich euch sagen kann, 240 Hertz sind so verdammt schnell. Kein Scheiß, mit diesem Monitor habe ich in Spielen wie Counter-Strike viel, viel bessere Reaktionszeiten als in anderen Spielen, weil ich einfach den Gegner schon viel, viel eher sehe als bei meinen 60 Hz-Monitoren, die ich hier stehen habe, beziehungsweise bei meinem alten 120 Hz-Monitor von ISO. Gott hat ihn selig, dass ich ihn abgebaut habe, aber er musste weichen. Was ich euch allerdings über diesen Monitor hier erzählen kann, ist, dass seine Modellbezeichnung der AG251FZ ist. Ja, ich kann gut ablesen. Und dass wir hier an diesem Monitor zwei HDMI-Eingänge haben, ein DVI, ein DisplayPort und ein VGA-Eingang. VGA? Das gibt's noch? Okay. Nun, sagen wir mal so, der VGA-Eingang ist natürlich etwas überflüssig, aber immerhin hat AOC noch immer diesen Eingang verbaut, dass wir noch immer alte Geräte anschließen können. Zusätzliche Features bei diesem Monitor sind beispielsweise eine kleine Fernbedienung, womit man drei unterschiedliche Profile anlegen kann und damit seine Bildeinstellungen festlegen kann. Außerdem kann man mit dieser Fernbedienung auch ohne irgendwas am Monitor zu machen ins Monitormenü reinspringen und dort alle Einstellungen ändern. Zusätzlich haben wir natürlich hier noch den absoluten Vorteil, dass wir eine Höhenverstellung haben. Wir können sogar den Monitor in Pivot setzen. Und was ich als so ein kleines, schönes Feature finde, wir haben eine Headset-Halterung. Das ist eigentlich nur ein kleiner Plastikhebel, wo man aber immerhin ein Headset anschließen kann bzw. aufhängen kann. Ja, bei mir nicht. Alles zugebaut. Schön. Als letztes Feature haben wir sogar hier noch ein 4er USB-Hub mit USB 3.0 Standard und das ist schon richtig geil, weil wer kennt es nicht, man braucht unbedingt USB-Ports und am Monitor haben wir auf einmal vier verdammte USB-Ports. What the fuck? Zusätzlich hat einer dieser USB-Ports sogar die Funktion, dass er permanent unter Strom gesetzt ist und dadurch auch das Handy geladen werden kann, obwohl der PC komplett aus ist. Hut ab! So, zu den technischen Dateien. Ja, Datei. Zu den technischen Daten. Wir haben hier ein Full-HD-Panel, das eben 240 Hertz kann. Das kann ich euch auch nur einfach mal im Windows zeigen. Also wir können wirklich 240 Hertz im Windows aktivieren. Hey. Und dieses Panel ist eben ein 24,5 bzw. 25 bzw. 24. Es scheinen sich die Seiten, was das für eine richtige Größe ist. AOC sagt, das ist ein 25 Zoll Panel. Ich sage auch, das ist ein 25 Zoll Panel. Also ist es jetzt ein 25 Zoll Panel. Punkt. Dieses Panel ist außerdem ein TN-Panel und hat dadurch auch einen ziemlich hohen Kontrastwert. Leider ist es nicht so pixelstabil wie seine Konkurrenten, wie das IPS-Panel oder eben ein VA-Panel. Aber dafür eben hatten wir hier eine Reaktionszeit ebenfalls von einer Millisekunde, die man beim Spielen auch wirklich gebrauchen kann. Zusätzlich erlaubt dieser Monitor auch noch den Input-Lag irgendwie zu übertakten bzw. so runter zu regeln, dass wir wirklich den geringsten Input-Lag haben, den es eigentlich so gibt. Das kann allerdings bei manchen Systemen zu Problemen führen und das sagt auch AOC für diesen Monitor schon voraus. Also das soll man mit Vorsicht genießen. Also immer mal so langsamer antasten. Also es gibt da 4 oder 5 Stufen davon. Und wenn es dann nicht mehr geht und schlieren zieht, wieder hochsetzen, bis es wieder ein klares Bild entsteht. Ja, als Fazit kann ich eigentlich nur noch zu dem Monitor sagen, jeder, der wirklich schnelle Shooter spielt, also wie Counter-Strike, also ich bin ein wahnsinniger Counter-Strike-Fan, der hat mit diesem Monitor wirklich, also der macht mit diesem Monitor nichts falsch. Natürlich, wir haben ja auch noch die AMD FreeSync-Technologie verbaut,
warum ich jetzt kein G-Sync benutzt habe, habe ich jetzt auch schon mal im Unboxing gesagt, aber hier auch nochmal kurz für euch. Mir ist die G-Sync-Technik einfach viel zu teuer für das, was sie nur macht. Also ich sehe es nicht ein, nochmal 300 Euro da oben drauf zu packen, um einen Monitor mit G-Sync zu haben, damit die Grafikkarte eben mit dem Monitor kommunizieren kann und das Bild synchronisiert. Würde entweder mal endlich FreeSync freigeben, was ein freier Standard ist von AMD, das ist Open Source, dann würde ich es auch gerne benutzen. Allerdings ist es jetzt nicht ein G-Sync extra für viel Geld zu bezahlen und FreeSync, nun ja, kostenlos zu haben. Der Preisunterschied bei diesen Monitoren liegt wirklich so ungefähr bei 200 bis 300 Euro, weil der hier kostet 399 und der G-Sync Monitor kostet 699 Euro. Und da denkt ein normal denkender Mensch schon, für den gleichen Monitor, nur weil da eine andere Platine ist, so viel mehr zu bezahlen. Nee. Darum, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr wirklich Counter-Strike spielt, da würde G-Sync und so FreeSync eh meine Empfehlung sein, auszuschalten, weil eine variable Framerate ist immer besser als eine gelockte bei Counter-Strike. Lieber mit mehr Frames reinhämmern, als nur das, was der Monitor kann. Ist meine Empfehlung für euch. Nun ja, also schlussendlich kann ich euch für diesen Monitor wirklich eine klare Kaufempfehlung empfehlen für die Leute, die sowas brauchen, also Shooter-Spieler bzw. die eine sehr flüssige Bildwiederholfrequenz haben wollen. Für alle anderen ist dieser Monitor absolut übertrieben. Holt euch lieber einen ganz stinknormalen 144 Hertz Monitor, die sind nicht mehr teuer, bevor ihr einen 240 Hertz Monitor kauft und habt mit denen Spaß. Also 240 Hertz wirklich nur für alle Leute, die extrem zocken wollen. Die anderen Monitore reichen für alle anderen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Monitor haltet. Das war's dann jetzt auch soweit. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.